Hallo, ich lese jetzt einen Auszug aus der Erzählung Avatare, Teil des Erzählbands von Verwandlungen, erschienen 2017 im VHV Verlag. Avatare. Ich nehme mir einen Körper. Es ist kein realer Körper, es ist der Körper von Antonia Marx. Antonia ist 17 Jahre alt und weint. Sie weint, weil sie meint, Liebeskummer zu haben. Vielleicht hat sie tatsächlich Liebeskummer. Der krümmt den Körper, das Herz wiegt schwer. Trotzdem streife ich ihn mir über. Die Beine sind ein wenig eng, Röhrenhose, skinny. Der Oberkörper passend dazu slimfit, fast zerbrechlich, dass ich mich kaum traue, hineinzuschlüpfen. Ich tue es trotzdem. Die Haut entpuppt sich als überraschend robust Gummidress, der sich irritierenderweise aber nicht an meinen Körper anpasst, sondern der sich ihm. Ich staune, knöpfende Leib vorne zu bis hoch über die kleinen festen Brüste und dann der Klettverschluss bis zum Scheitel. Das geht problemlos. Dunkles Haar an diesem Stoff, der nun meine Haut ist. Mandelbraune Augen, wie aufgestickt. Trotzdem sehe ich hindurch. Seltsames Gewebe. Ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert, aber schließlich auch nicht, wie ich in diesen Leib passe, so viel stämmiger als Antonia. Nicht dick, aber jetzt bin ich so zart. Antonia, sage ich laut zu meinem Spiegelbild. Antonia, antwortet es. Einwandfrei, so wird mich niemand erkennen. Ich werde es gleich einmal ausprobieren. Ich gehe rüber in die Küche, wie auf Besuch. Hier mache ich jetzt einen kleinen Sprung im Text. Ich verlasse die Küche und gehe noch einmal in die Küche. Jetzt ist die Küche leer. Niemand steht am Herd und es riecht auch nicht nach Essen. Die Küche ist grau, mehr Kulisse als belebter Raum. Nur da, um etwas vorzutäuschen. Ein einziges, als ob. Ich versuche, mich zu erinnern, wo sich der Kühlschrank befindet. Antonia weiß es. Sie geht zielstrebig darauf zu, holt sich eine Fruchtschorle heraus. Mehr ist auch nicht drin in diesem Schrank von Kühlung. Nur Fruchtschorlen übereinander und nebeneinander, wie auf eine Party auf Vorrat gestapelt. Antonia trinkt. Ich kann das Etikett lesen durch Antonias Augen. Lunch Drink steht auf der Flasche. Ich verstehe. Antonia trinkt, sie trinkt ausschließlich, denn Antonia lebt in der Zukunft. Ich, Antonia, bin 17 Jahre alt und habe noch nie etwas Festes gegessen. Das hat sich so ergeben, weil irgendwann musste das mit der Ernährung total effizient werden. Unter Konrad noch was, wenn ich in Antonias Gedächtnis krame. Der war Afro-Chinese mit indischen Wurzeln. Das hatte ich letztes Jahr im History-Tutorial. Da habe ich mir diese Brille aufgesetzt und diese ganzen Konrad-Videos angeschaut. Die hatten eine Auflösung, herrje. Und es war so langweilig und langwierig, gar nicht interaktiv. Ich musste ewig schauen, bestimmt 20 Minuten. Aber es gab 25 Credits. Darum habe ich durchgehalten, weil ich bestehen will, um das Teach-In in Zentralafrika mitzumachen. Da gibt es einen Ort von der Ethnological Society of Mankind. Da haben die unsere Geschichte als Erlebnispark aufgebaut. Hier mache ich wieder einen Sprung. Es entspinnt sich ein recht absurder Science-Fiction. Und dann setze ich wieder ein. Ich lege sie ab. Antonia. Steige aus ihrem Leib, hänge ihn über den Herrendiener. Enttarnt und ertappt stehe ich im Raum. Die Zeit schlägt Wellen. Es soll Dinge geben, die sich ändern. Ich glaube nicht daran. Evolution ist im Gange und im Untergange. Genetische Erweckungsprozesse, Schaltkreisel, Schalkkreise. Ich drehe mich um mich selbst. Ich... Männlich, 42 Jahre, Schriftsteller. Ich schreibe seit 27 Jahren, schreibe ich seit 7 erfolgreich. Es braucht mal etwas ganz Neues, hat meine Lektorin kürzlich gemeint.
Roland, stell mal die Welt auf den Kopf. Der Buchmarkt braucht Innovation, Neuland. Du verstehst? Ich hatte keine Lust zu verstehen, nickte dennoch. Ich steckte im Sediment des Erlebten. Da stecke ich meistens. Schließlich bin ich Schriftsteller. Roland, die Zahlen stimmen nicht. Es ist einfach nicht... Meine Lektorin sah aus dem Fenster. Draußen stand ein Baukran. Rentabel, habe ich gesagt. Rentabel, sag es ruhig. Hm, hat sie gemacht. Dann, ob ich mich... Ja, das wäre es. In ein junges Mädchen. Ein Mann in den besten Jahren in ein junges Mädchen. Ja, Roland. Denk an die Bloggerin Instagram. Das Potenzial. Süß, spannend, optisch ansprechend. So klappe das. Mainstream-Niveau, Berufsehre, warf ich ein. Dienst-Leistungs-Verhältnis, sprach meine Lektorin. Im Korrigieren ist sie unschlagbar. Ja, Roland, hinein und Herausforderung. Umsatz, habe ich gedacht, über das Wort gelacht, im Stillen und nein, hinein. Solche Figuren füllen, das ist nichts für literarische Schwergewichte. Ja, Roland, hat meine Lektorin gerufen, geschwelgt. Pixpin, Facebooken, YouTube-Channel, Newsfeeden, Awards, Goodreads, Special Offer and Sharing, Spreading, Deals, The Art of Deals, zu Deutsch, Darling, dickköpfiger Denker, Leserunden, Lese-Events, Lese-Challenges, yes, Roland, finally, Romance-Fans, Fiction for all. Ich, ein Stammeln, okay, Fremdtext. Beunruhigt dem Blick meiner Lektorin folgend, der sich in eine so ferne Ferne verrückt hatte, dass mir plötzlich der Baukran doch lieber war. Ich gehe jetzt, hätte ich am liebsten gesagt, aber an meinen letzten Kontoauszug denken müssen. Science Fiction, Roland, sie ließ nicht locker. Das ziehen wir ganz groß auf. E-Book only, Comic-Cover, Buchtrailer, Gimmicks, ja, Mann. Mein Bestseller, dein Stern, boom, bam, wow, Roland, für Leserinnen zwischen 14 und 18 Jahren, yes. Eine Reihe, eine lange Reihe farblich komponierter Buchrücken, Blogger-Favorites, Serien, das ist unsere Zeit, mein Lieber, serial denken, planen, sellen. Roland, charismatische Protagonistin, klassische Antiheldin, sweet role model. Ich will keine Groschen, wollte ich sagen. Wieder Ausgaben, Auflagen, Konstrukte. Sprechen ging nicht. Meine Lektorin schnitt mir das Wort ab. Dein Gesichtsausdruck. Roland. Face it. Der Entdecker in dir. Hm? Easy going. Beispielsätze beispielsweise. Fang an mit. Schon seit dem Morgen hatte diese ganz spezielle Stimmung in der Luft gelegen. Oder... Helena war schön über alle Maßen, aber... Oder... Paris im Mai, wer konnte da widerstehen? Oder... Liebe ohne Grenzen, davon hatte Bella Bellissima immer geträumt. Oder... Leidenschaft ist ein großes Wort, das große Taten und noch größere Untaten erfordert. Oder... Dabei hat sie mich mit einer Strenge betrachtet... Ich dachte, Roland, versetz dich in die Küche, gut bürgerlich, nicht so extravagant. Gourmet, Zutat für Zutat, du kennst doch die Rezepte. Ich bin Literat. Ich prostituiere mich nicht, habe ich mir verbissen zu sagen. Meine Lektorin hatte ihren Punkt gemacht, lud mich zum Essen ein, als wäre nichts und ich Ochse aß. Danach bin ich in meine Wohnung geradelt, habe mich an den Schreibtisch gesetzt, den Laptop hochgefahren, der Bildschirm, kalter Blick, unnachsichtig, fast strafend. Seine Abhängigkeit von mir ließ Mitleid in mir aufsteigen. Warten in der Leere, ohne Angst hoffen, wollen. Meditation, Einsiedler, Fakir, Meister der Selbstbeherrschung, Schriftsteller, sich dem Nichts stellen. Allem von Angesicht zu Angesicht. Dann beginnt es.
Wortregen, die Schubladen weit geöffnet, Goldroland in deinen Schoß, Zeilen, Sprung, Abfedern und Schwerkraft außer Gefecht, eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen, Alpha, Beta, Roland, auf Knien, ich beichte meine Innereien, verlese, was schreibe, Notfalltropfen auf heiße Steine, Wundbrand, Geschwüre, blaue Flecke, weiße Landstriche, Kartografien, Schraffurzeiten, Ticks, so oder so fundamental, dazwischen ich, teile Täler, Höhen, gelegentlich Aussichtspunkte, Ansichtskarten, an sich ist wenig an mir, das nicht an dir ist. Und es ist an dir. Wer willst du sein? Was? Wo? Wann? Warum? Warum nicht? Weißt du, ich nehme mir einen Körper. Ich, Roland, 42 Jahre Schriftsteller, nehme mir schon wieder einen Körper. Es liegen so viele herum, stehen Schlange in der Luft. Äther darf man heute nicht mehr sagen. Das wird gestrichen, ausradiert im deutschen Blocksatz. Schau dir die Vernunft an, wie sie dasteht, mit ihren hohlen Wangen, den hochmütigen Blick. Reiner Selbstschutz. Sie kennt das Gefühl. Gleich welchen Leib ich mir schneidere, er reicht immer an die Sterne, auch weit hinab ins Erdreich. Er ist wie ein Tau, verbindet uns Knoten, für Lösung, für Bindung, hochseetauglich, elementar ist jeder. Ich reise hin und her, vor, zurück, kreuz, quer, nur quer, 1, 2, 10-gleisig, linear, horizontal, vertikal, über Kopf, auf einem Bein, mit 7 Meilenstiefeln, durch die Zeit leichtfüßig, so beleibt ich auch bin. Nein, hat mein Finger getippt. Vorhin, jetzt wieder. Nein, habe ich ihn erwischt? Es ist die Hochmütige in mir, die träumt von Moneten auf dem Konto, die windige Nase. Ich fege die Zensur hinweg aus dem Bereich des Satzspiegels. Adieu, böse Königin. Ich nehme mir nicht den Körper von Antonia Marx. Ungehorsam steige ich selbst in die Geschichte ein. Ich, Roland, 42 Jahre Schriftsteller, jetzt lebe ich auf der zukünftigen Erde wie zuvor Antonia. Bis hierher? Was dann passiert, könnt ihr in dem Erzählband von Verwandlung nachlesen. Schaut doch mal auf die Verlagswebseite oder auf meine Autorinnenseite.